Also, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe dann angefangen aufzunehmen. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass du auch anfängst. Hä? Die Frage, ob du anfängst. Ja, wollte ich doch jetzt, aber du hast schon noch nicht aufgenommen, oder? Oder bist du Doch. schon dabei? Echt, ich habe gar nichts gehört diesmal. Ja, so sieht Planung aus. Damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Elite Dangerous. Genau. Ich dachte mir, Das. ich könnte in der Aufnahme mal wieder zeigen, wie weit wir gekommen sind beim Community Goal. Man sieht hier unter die Top 50, ich bekomme jetzt 9,1, also fast 9,2 Millionen Credits. Und das Community Goal ist ganz kurz vor Stufe 7 gescheitert. Ärgerlich. Wahrscheinlich hätten wir sonst 13 Millionen bekommen oder ich sowas. so 13, 14 Millionen, also das vom nächsten Tier bestimmt bekommen. Na Aber gut. naja. Jetzt löse ich das auf jeden Fall ein. Und habe jetzt 22,054 Millionen Credits und habe gerade eine Message in bekannt. Ja, da wird diese Fraktion, in deren System wir da Leute abgeschossen haben, sich gemeldet haben, Ja, dass ich sie bin jetzt befreundet befreundet. ist. Ja, okay, gut. Wird Ja. genascht. Gut, wir Ich haben habe. uns auf jeden Fall schon das nächste Community Goal ausgesucht und müssen Genau. dafür 10 Sprünge zurücklegen. Und das Ja. können wir auch mal in der Folge machen. Ich habe das Community Goal auch schon eingelöst. Ich bin jetzt bei 33 Millionen Credits, also genau 11 Ja, Millionen komm. mehr. Also ungefähr ein Community Goal mehr. So im Schnitt. Genau. Okay. Das Community Goal ist mal wieder Bounty Hunting. Das ist sehr überraschend. Schutz für Händler in Lidopiru. Ja, was Und. anderes machen wir ja nicht. Ja, richtig. Handel ist irgendwie Kacke mit einer FDL. Ja, Handeln ist auch ohne FDL irgendwie ein bisschen Ja, okay. kacke Und meistens. Farmen ist auch ein Ja. bisschen Kacke eigentlich. Ja. Ja, wir haben jetzt den besten Zeitpunkt gefunden, um beim Community Goal mitzuwirken, nämlich 3,5 Stunden nach Anfang. Das heißt, das Community Goal geht noch relativ genau 7 Tage. Und ja, da können wir mal gucken, ob wir dieses Community Goal mal wieder etwas intensiver bearbeiten. Das klingt jetzt irgendwie strange. Ja, das ist korrekt. Lass uns dieses Community Goal mal etwas intensiver bearbeiten. Das klingt fast schon nach sexueller Belästigung. Der sexuelle Belästigungspanda beschäftigt sich mit dem Community Goal, ja. So. Ich weiß nicht, bist du schon losgeflogen? Ja. Ja, okay. Ich hänge noch in der Gut. Massensperre, aber ansonsten. Ja. Wir sind Sehr nicht im gut. Geschwader, fällt mir gerade auf. Warte mal, erst den Sprung so Oh, du jetzt. willst es wieder herausfordern. In der Folge auch herausfinden, ob es funktioniert. Oh, da ist was aufgeploppt. Sehr gut. Na? Scheint zu funktionieren. Magic. Ach ja. Oh ja, ich springe genau wieder in Richtung Station. Das ist sehr klug. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Deswegen, also ich habe es ja direkt markiert, direkt die Route geplant. Und deswegen habe ich auch gesehen beim Rausfliegen, okay, erstmal 180 Grad Wende. Ist immer blöd, dann fliegt man ja wieder in die Massensperre rein, wenn man nicht Ja, aufpasst. eben, deswegen hing ich ja ewig da drin. Ja, der Trick ist es, glaube ich, wenn du dann geradeaus rausfliegst und dann aus der Massensperre raus bist, musst du schon mal schauen, dass er anfängt zu laden und dann halt erst kurz vor Ende auf das Ziel drehen. Ja. Das hilft manchmal. Dann Ja. hat man nämlich nicht so eine lange Massensperrephase. Ja, aber ich war ja noch gar nicht aus der Massensperre raus. Ich habe ja direkt gedreht. Ja, das meine ich halt, dass man dann nicht direkt dreht. Okay. Same Quit, der Verwandte von Rage Quit wahrscheinlich. Was? Ach so, ja, Tatsache. Same Das Quit. ist, wenn sich einer so aufregt, dass er Rage quittet und dann der andere aus Solidarität auch quittet. Ja, oder er Rage Das quittet, ist weil der ein andere Rage quittet. Same Das wäre Quit. dann auch Ach ein so, Same Quit. okay, stimmt. So gesehen. Ach, verdammt. Was denn? Zu nah am Stern. Naja. Ich finde, bei diesen kleinen Sternen kann man das überhaupt nicht einschätzen. Ja. Also der einzige Indikator ist irgendwie die Zeit, die man halt nach dem Einsprung hat, um halt rauszuziehen oder um wegzuziehen. Ja, aber ich habe ja eigentlich ein bisschen weggezogen und dann habe ich gesehen, okay, langsam ist das Ziel hinter dem Stern, also es ist dran drunter und nicht mehr dahinter und dann habe ich wieder zurückgedreht. So ungefähr so, wie ich es halt immer mache und dann Ja. kam auf einmal Ich der weiß. Stern ziemlich schnell näher. Ich weiß aber auch gar nicht, ob die Entfernung jetzt unterschiedlich ist bei den. Also die Entfernung, bis du in den Notstopp reinfliegst. Oder ob die gleich ist immer. Weil ich hatte eher den Eindruck, dass die gleich ist. Oder Keine noch, Ahnung. fast noch ein bisschen kürzer ist bei diesen kurzen, bei den kleinen Sternen. Oder dass man es da einfach schlechter einschätzen kann. Ich kann es ja nicht genau sagen.
Naja. Ah, noch so ein kleiner Stern. Schön. Was, wer will mich wegen Verbrechen scannen? Ach, da ist tatsächlich einer. Wie kann ja einer sein? Ich bin's nicht. Was, Hitze auf kritischem Level? Oh, ich soll ja langsam starten. Ja, das würde ich dir empfehlen. Ja, ich bin bei einer Hitze von 119%, 121%. Okay. Ja. Ich wusste nicht, dass wenn man den Frameshift geladen hat und dann aber noch nicht losfliegt, die Hitze steigt. Ja, doch. Das ist schon immer so. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß es. Okay. Ach Gott, schon wieder so ein kleines Ding. Ja. That's what she said. Was? Diese Folge Geschichten aus dem Rapsbett. Ja, beinahe. Nun. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das Community Goal dieses Mal so funktionieren soll. Nein. Nein. Reddit liest durchklingen, dass es vermutlich so funktioniert, wie es geplant ist. Nein, das Reddit lügt. Ich glaube leider auch, dass das Reddit lügt. Komisch. Ich überlege gerade, warte mal, ich sollte vielleicht mal nachgucken, ob mir mittlerweile der Treibstoff reicht. Steuerung. Ja. Also ich glaube, bei der Route ist okay, es sowieso passt. So, dass man genug an den Sternen auftankt. Ja gut, ich meine, mir hat ja von Anfang an nur Treibstoff für einen Sprung gefehlt. Achso, ja, aber wie gesagt, man tankt ja sowieso immer auf. Ja. Also ich zumindest. Weil man fliegt ja eh nee, automatisch auftanken, quasi. Das mache ich nicht. Das ist, darauf habe ich überhaupt keine Lust. Ich fliege extra meilenweit am Stern vorbei. Ich fliege 10 Lichtjahre Umweg. Because Fax ist da, ja. 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 Ne, das System ist ja ein Sternsystem. Ah, ja. Ja, okay. Sternsystem. Ich gehe mich vergraben. Ja, danke. Weil Baum. Ja. Ja. Hey, warte mal, bist du noch hier im System? Nee. Ist es dein Geschwadersignal? Ja, deine Sogwolke. Ich bin gerade im Sprung. Du springst gerade nach Hotas? Oder aus Hotas raus? Nein, ich bin aus Hotas schon wieder rausgesprungen. Ich bin jetzt in ICZWO-ZB4. Ach so, Scheiße. Oder? Nee, Moment, das ist das Ziel. Ich hab jetzt natürlich. Nee, jetzt bin ich in Hotas. Also da bin ich gerade hingesprungen. Irgendwas ist hier ganz merkwürdig. So. Okay, es wollte gerade irgendwie nicht so wie ich. Darf ich jetzt? Danke. Ich habe noch 5 Sprünge. Ich habe noch 5 Sprünge, obwohl ich im System vor dir bin. Also hinter dir quasi. Hinter mir, ja. Ich weiß, weil du einen Sprung weniger hattest als ich. Ja. Mein System hat schon eingeplant, dass ich Notstopp zwischendrin habe und hat deswegen einen Sprung weniger geplant. Oder umgekehrt, bei dir hat es einen mehr geplant, dass wir trotzdem gleichzeitig da sind. Ja, das ist ein Plan. Das ist die neue KI. Wenn man oft zusammenspielt, dann erkennt das Muster. Das wird sein. Wahrscheinlich habe ich am Ende dann irgendwann so einen Sprung, der irgendwie so nur 3 Lichtjahre weit geht oder so. Ja, vermutlich. Oder einfach irgendwie so zickzack. Trotzdem 2x10 Lichtjahre. Aber, ja, aber die möglich. Entfernung sind eigentlich nur 13 oder sowas zwischen dem vorletzten und dem Ziel. Ja. Ein minimaler Umweg, den man dann fliegt. Ja, ganz klein. Was ich sowieso nicht ganz verstehe. Warum kann man eigentlich nur ins Systeme springen mit dem Hyperraumsprung und nicht einfach ins Nichts und dann neu laden und wieder ein Stück springen? Weil die Entwickler sich so gedacht haben, das wäre ja lahm. Ja, aber. Aber. Nee. Also ich verstehe deinen Gedankengang, aber ich wüsste jetzt auch nicht, welchen spielerischen Mehrwert man dadurch hat, dass man ins Nichts springen kann. Ja, keinen, aber ich finde es halt unlogisch, dass es nicht geht beim Spiel, das eigentlich sonst so auf Logik setzt.
mit echten Entfernungen und Geschwindigkeiten und sowas. Ja. Du kannst ja mal einen Feature-Request an die Frontier-Entwickler senden und dann kannst du ja mal dafür argumentieren, dass das der Logik zufolge ja möglich sein müsste. Und die dann so, nee, sorry, wir müssen erst Bugs fixen. Okay, also kommt's nie. Ja. Ja. Gut. Oh Mann. Machen wir eigentlich viele Witze über Bugs in Elite? Nein. Glaube, wir machen noch. Wir doch nicht. Also ich glaube, wir machen immer noch zu wenige. Ich glaube es auch. Weil es ja schon besser geworden ist mittlerweile. Wenn man mal Community ja, Goals weglässt. Ja, und es mit dem Geschwader funktioniert. Naja, meistens. Ja, eigentlich auch immer in den letzten. Ja, mittlerweile schon sehr oft, aber wir hatten zwischenzeitlich so. Nach einem Update doch Probleme, dass es dann überhaupt nicht funktioniert hat. Aber seit es wieder funktioniert, so, funktioniert es durchgehend. Habe ich so das Gefühl. Ja, sieht momentan so aus. Momentan. Ja, wer weiß, wann das nächste Update kommt. Wahrscheinlich morgen. Alle Community Goals kaputt. Verdammt! Ja. Community Goals, was ist das? Das haben wir vom Server gelöscht. Es wird geschehen. Ups, alle Speicherdaten zurückgesetzt. Sorry. Ja. Der Praktikant hat wieder am Server rumgespielt. Der Klassiker ist dann eigentlich immer, wenn dann irgendjemand. Okay, der letzte Sprung geht ist 5,2 Lichtjahre lang. Okay, der letzte Sprung ist bei mir 17,4 Lichtjahre. Ja, der Klassiker ist dann immer so: Ja, irgendein Fehler hat die Datenbank gelöscht. Ja, das letzte Backup, was wir haben, was funktioniert, ist von 2012. Und dann so, es ist 2018. Danke. Tja. Ja. Vor allem, ich glaube 2012 gab es das Spiel noch gar nicht, oder? Ich weiß nicht, seit wann es jetzt den Teil genau gibt. Ich schätze mal 2014 oder so. Könnte es sein? Keine Ahnung. Ich bin dann jetzt da. Ich weiß, ja, ich auch. Ach, excellent. Welches System müssen, welche Station müssen wir nochmal? Station. Ah, ich glaube Kanai Enterprise, oder? Möglich. Mehr große Stationen gibt's hier nämlich nicht. Ja, dann fliegen wir da mal hin. Aber ich guck nochmal in die Kontakte. In die Transaktion meine ich. Ja. Korrekt. Ja. Dann fliegen wir erstmal dahin und dann gucken wir mal, was da in der Nähe ist. Und was das Reddit so sagt. Das Reddit sagt Svaro 1. Okay. Was? Wie? Die Planeten hier sind auch Bidopiru 1. Oder? Das System heißt Svaro und ich bin da gibt es dann einen Planeten. Ach, wir müssen in ein anderes System. Das ist jedenfalls der Vorschlag aus dem Reddit, dass man da hingeht. Aber mal gucken, wie weit das entfernt ist. Wenn das ein Sprung entfernt ist, ist es ja nicht so schlimm. Wenn. Andererseits lohnt es sich dann irgendwie auch kaum zu der Station zu fliegen, fällt mir gerade auf. Ja, was soll's. Jetzt sind wir schon auf dem Weg. Ja. Einmal auftanken und reparieren. Ich habe ja 1% Schaden genommen. Boah, bin ich gut. 2014 ist tatsächlich das Release-Datum gewesen von Elite. Okay. Nebenher gegoogelt. Ich habe es gerade nachgeschaut. Also... Not bad. Hm. Naja, andererseits könnten sie wahrscheinlich Backups von 2012 haben, die dann aus der Entwicklungszeit noch stammen. Die wären natürlich dann ganz nutzlos. Hm. Was wäre eigentlich noch besser? Ja, der Praktikant hat ein Backup von 2012 aus der Entwicklung eingespielt. Deswegen ist jetzt alles kaputt. Okay. Gut. Funktionen? Was ist das? Also... Wir haben gerade nur Start und Landung implementiert. Also Schiffe hatten wir da noch nicht. Es waren noch fliegende Fahrräder. Genau. Ja. Klingt logisch. Definitiv. Das wäre doch ein super Easter Egg, wenn du dann statt dem Schiff ein fliegendes Fahrrad hättest, wo du dann mit dem Raumanzug drauf sitzt. Ja, total. Okay, der Eingang ist da oben. Irgendwo. So.
Also bei mir war er unterhalb meiner Reinspringposition. Ja gut, das kommt drauf an, wie rum man sich dreht. So. Landeplatz 20. Ich habe 26. So, wo ist denn 20? Ah, okay. Ist direkt ober bzw. unter dir, wenn du reinfliegst. Ich habe aber 26. Nein, ich meine 26. Ach so. Weil 26 neben 20 ist. Okay. Großartig. War einfach nur ein Hinweis an dich. Ich liebe die Landeplattformen, die direkt ober oder unterhalb des Eingangs sind. Ja, also es war, glaube ich, nicht die erste Reihe, es war die zweite Reihe, aber es war, wenn man so rein, zum Reinfliegen quasi noch die erste angenehme Reihe. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Ja gut, Community Goal ist halt hier. Jetzt sind schon 150 Millionen Credits. Ja, nice. Das wird doch. Aber immer noch nur eine Pixelreihe, oder? Ja. Wobei, eigentlich müssten es jetzt dann demnächst zwei sein. Wenn es bei 95 eine war. Wahrscheinlich, ja. Ja, je nachdem, wie genau es ist. Ja. Also, Swaro wäre ungefähr 12 Lichtjahre entfernt. Okay, das heißt einen Sprung. Wir können ja mal gucken. Also, es gibt hier Kampfbereiche. 217 Lichtsekunden von der Station entfernt. Okay. Der wäre weniger heftig. Ja, aber wenn das Reddit sagt, nicht da, dann... Nee, das Reddit sagt nicht da, sondern das Reddit sagt, du könntest auch dahin gehen. So interpretiere ich das jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, welche Fraktionen es in der in dem Kampfbereich gibt. Und ob wir überhaupt eine Fraktion davon abschließen müssen. Richtig. Warte, deswegen. Das war schon wieder der Warnmarkt. Ich will ins schwarze Brett gucken. Danke. 217 Lichtsekunden, da könnte man eigentlich mal hinfliegen. Ja gut, aber dann dauert es wahrscheinlich auch nicht viel länger ins nächste System. Weil das ist ja dann ein Sprung. Also wir müssen dann ungefähr, also in dem anderen System ungefähr 3000 Lichtsekunden weit fliegen bis zu dem Planeten, wo die Hassverse ist. Okay. Also gucken wir uns das mal eben hier an, würde ich sagen. Hier steht übrigens nicht, wen man abschießen muss. Hier steht nur, steht da nicht was von Angeli Imperial Enterprises? Moment, hier steht, im Zuge ihrer Initiative setzt Angeli Imperial Enterprises Prämien auf alle auf ihrer Fahndungsliste stehenden Schiffe aus. Ja. Achso, das heißt, wenn die in dem Kampfbereich kämpfen, dann kämpfen wir gegen die anderen und das müsste passen. Genau. Das ist der Plan. Der Plan, Bob. Und der Fraktion Plan gehört auch das System, was ich gerade vorgeschlagen habe. Okay. Das heißt, wenn wir da auf die Jagd gehen, dann würde uns das auch sowohl Ruf- als auch geldmäßig zuträglich sein. Ey, was, in der jetzt oder in dem anderen System? Hier jetzt oder in dem anderen System? Also in dem anderen System wäre es auch zuträglich. Okay, okay. So, das hier in dem Kampfbereich war ich jetzt noch nicht. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie es da aussieht. Okay, okay. Dann fliegen wir mal weiter, oder? Beschleunigung ist auch bahnbrechend. Okay, du fliegst also schon. Ich flieg schon, ja. Ja, ich dachte mir, ich gucke da eben und im Zweifelsfalle können wir halt direkt zu dem anderen System springen. Ja, ist eine gute Idee. Vorausgesetzt, ich beschleunige heute nochmal auf schneller als... Schneller als 0,7-fache Lichtgeschwindigkeit. Oh, einfache Lichtgeschwindigkeit. Oh. Eieiei. Jetzt geht's aber ab. Beschleunigung wie im Trabi. Der klassische Weltraum-Trabi. Wie viel PS hatte so ein Trabi? 18 oder so? Was, 18? Glaube ich. Das kann nicht sein. Doch, es gab kleine Autos, die hatten so wenig PS. Der Käfer hatte ja auch nur 34. Ja, aber 18? Ich weiß es nicht genau, aber ich meine, der hatte nicht viel. Aber wobei, 18? Da waren so alte Polo-Motoren drin, glaube ich. Mit 18 kommt man ja nicht mal auf der Ebene vom... Also, kann man da überhaupt anfahren? Also, du musst bedenken, das Ding hat halt auch nichts gewogen. Es hatte seinen Namen Rennpappe nicht ohne Grund. Ja, aber 18. Ding halt, ja. Das gucke ich gleich gerne auch nach. Ja, okay. Ich bin dran vorbeigeflogen an dem Kampfbereich, weil du dich fragst, warum ich immer noch nicht da bin. Es gibt ja übrigens mehrere Kampfbereiche.
Ich habe den nächsten genommen. Okay, soll ich mal einen. Ich fliege jetzt erstmal einen in 554 Lichtsekunden an. Oh, ich bin schon wieder dran vorbeigeflogen. Was ist denn da Wenn los? Du noch ein paar Mal vorbeifliegst, bin ich da auch vor dir. Ja, also ich bin jetzt so in der Nähe, dass ich, wenn ich mich jetzt drauf ausgerichtet habe, fast sofort reinspringen kann, wenn ich mich jetzt wieder gedreht habe. Okay. Ich nehme ja, dich beim Wort. Wenn du noch drei Meter vorbeifliegst. Ja, jetzt kann ich nicht mehr vorbeifliegen, weil die Beschleunigung vom Planeten weg so langsam ist. Okay. Ah, so. Geht doch. Jetzt gucken wir mal, was wir hier für Fraktionen haben. Blido Piro Inc. und Blido Piro Boys. Also ich würde sagen, nein. Nicht die Blido Piro Boys. Ja, das ist korrekt. Ich fliege jetzt mal den heftigen Kampfbereich in 554 Lichtsekunden an. Ja, okay, dann warte ich so lange, bis ich in das andere System springe. Dauert aktuell nur 6 Stunden. Ach, das ist ja nix. Also. Ja, okay. Jetzt sind es schon nur noch 3. Aber die Beschleunigung ist auch wunderbar gerade. Eine halbe Stunde? Ha, ich hatte recht. Mit was? Den Trabant P50 gab es als 18 PS Variante. Wow, und wie viel hat er gewogen? 620 Kilogramm. Ja, okay, also ich meine, mein Auto wiegt auch nur 950 und hat aber 60 PS und ich habe das Gefühl, bergauf wird's manchmal schon, also bergauf im fünften Gang geht auf jeden Fall selten. Ja, also ich sag mal so, bei so einem Auto, das jetzt, also es hängt ja auch noch davon ab, wie das Getriebe übersetzt ist. Wenn du ein super kurz übersetztes Getriebe hast, ist das egal. Dann kannst du mit dem Auto zwar halt auch nur 100 fahren höchstens, aber dafür... Ja gut, ich wollte gerade sagen, dann ist der fünfte Gang aber auch nur wie bei mir im vierten dann quasi. Ja, das ist korrekt. Es gab dann eine 23 PS Variante. Oh, eine mit 31 kW. Wenn ich jetzt noch umrechnen würde, wie viel das ist. Ja, das weiß ich auch nicht. Ist ja schon fast erträglich, 33 kW. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie überhaupt kein Gefühl, wie viel das ist bei Kilowatt. Wo ich das eigentlich haben sollte als Elektrotechnikstudent. Ja, vor allem, weil Kilowatt ja eigentlich die metrische Einheit ist. Was? Warte, was? Also, beziehungsweise Kilowatt ist ja eigentlich üblicher als PS. Du meinst die Standardeinheit. Oder ja, die Standardeinheit. SI-Einheit. Ja. Wobei, ne, SI-Einheit ist was eigentlich auch nicht. Das wäre dann. Ampere. Ne, U mal I, also Volt Ampere. Ja. Aber Volt ist auch keine Standardeinheit, oder? Oder ist Ampere. Ach Gott. Also eigentlich ist kW. Standardtiger als Standardtiger. Aber irgendwie kann jeder mit PS mehr anfangen als, also die meisten Leute können mit PS wesentlich mehr anfangen als mit kW. Ja. Weil gut, bei kW hat halt auch immer kleinere Zahlen. Bei Elektromotoren wird sich das vermutlich ändern, weil man die dann schon eher in Watt angibt als in PS. Ja, das macht etwas mehr Sinn da, ja. Okay, ja. Ich bin da. Und? Fraktionen. Moment, ich kann wählen zwischen Blido Piro Inc. und Blido Piro Boys. Ja gut, dann fliegen wir mal in das andere System. Ja. Das könnten wir dann aber auch in der nächsten Folge machen eigentlich. Warte, wie heißt das System? Svaro. S-V-A-R-O-O. Hab's schon. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Dann bis dahin. Tschüss.